Mike Wunderlich wird seine Spielerkarriere im Sommer beenden, dafür den Fünftligisten Bergisch Gladbach trainieren. Sitz zu Beginn seiner Viktoria gegen den Sportclub Verl. Zunächst nur auf der Bank. Die Viktoria in Rot mit der besseren Anfangsphase. Achte Minute, Philipp, der für Wunderlich spielt, sieht Handle und dann verpasst. Becker im Zentrum kommt da nicht richtig ran. Dennoch guter Auftakt seiner Mannschaft. Gute halbe Stunde von der Uhr. Wunderlich inzwischen eingewechselt. Robin Meissner, erster Versuch, Wunderlich. Und auch der zweite wird gerettet. Wunderlich für den verletzten Philipp reingekommen. Wiesner reagiert hier gut. Und dann Ochojski, klasse auf der Linie. Verl braucht eine ganze Weile. 40. Minute, der Sportclub mittlerweile besser in der Partie. Sessa mit dem langen Ball. Tugbenio, da ist ja überhaupt niemand. Grodowski und der etwas überraschende Führungstreffer. Fünftes Saisontor, wieder mal vorbereitet von Jesse Tugbenio. Achte Torbeteiligung in 9 Spielen. Dietz rückt raus, Handle macht die Innenbahn nicht zu. Die Viktoria sieht hier nicht gut aus, wie auch Sagiri in dieser Szene. 45. Minute, Tugbenio, der Mann der letzten Wochen beinahe mit dem Doppelschlag kurz vor der Pause. Fahrlässiger Ballverlust von Sagiri, den darf er so im Leben nicht spielen. Und Tugbenio mittlerweile 7 Torvorlagen in den letzten 9 Spielen beinahe mit seinem zweiten Saisontreffer. Schmeckt noch nicht so richtig aus Viktoria-Sicht diese Partie. Guter Auftritt, nur das Ergebnis passt nicht richtig. Dann wieder ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Keiner geht ran an Sessa. Und der hat die Riesenchance in der 60. auf das Zweite. Der Sportclub in dieser Phase mit einigen Gelegenheiten die Führung zu verdoppeln. Kniaz Mannschaft lässt die Gelegenheiten jedoch aus und bringt damit die Viktoria zurück ins Spiel. Mittlerweile einige Wechsel, unter anderem Niklas May hier am Ball, neu reingekommen, sowie auch Luca Marseiler. Maßflanke für Robin Meissner. Wieder mal ein richtig schönes Tor der HSV-Leihgabe, wie zuletzt schon gegen Meppen. May, ein Porsche gegen Corbos, lässt den da richtig alt aussehen. Super Flanke des Jokers Marseiler. Und dann ein toller Volley-Abschluss von Meissner. Das mit Abstand die beste Phase der Kölner. 69. Minute, nur 2 Minuten später Becker mit der Kopfballchance. Tim Wiesner, noch immer Vertreter des verletzten Niklas Tiede, rechtzeitig zur Stelle. Aber er sieht seine Mannschaft immer stärker aufkommen. Wir springen in die 85. Minute. Becker macht die Kugel fest. Sontheimer, Wunderlich, leitet weiter auf. Luca Marseiler. So schön, dass es fast schon wehtut. Was für ein schönes Tor. Klasse herausgespielt nach einem Einwurf. Wunderlich holt sich den Assist und dann ist das tatsächlich das erste Tor von Luca Marseiler in dieser Saison in seinem 16. Joker-Auftritt. Nie von Beginn gespielt. Doch die Viktoria muss in den Schlussminuten nochmal zittern, weil Probst die Riesenchance hat. Der Mann, der in den letzten Wochen kaum eine Rolle spielte, kurz zuvor gekommen. Aber Fritz vereitelt und feiert den Sieg dementsprechend. Zum 6. Mal in Folge ungeschlagen. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit, die Moral war top der Mannschaft. Wir haben dran geglaubt, wir haben auf ein Tor gespielt. Klar ist dann, dass du ein oder anderen Konter auch zulässt. Aber gut, ich glaube, dass wir das Spiel nicht unverdient gewonnen haben. In der zweiten Halbzeit war ich sehr zufrieden, aber auch nur bis zur 25. Minute von der zweiten Halbzeit. Und dann haben wir wieder den Faden verloren. Und das passiert uns jetzt gerade einfach zu oft. Verl mit einer Delle in einer ansonsten guten Saison. Nur ein Sieg in den letzten 6 Partien. In eben jenen 6 Spielen hat die Viktoria 14 Zähler geholt. Die Mannschaft der Stunde. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.